und herzlich willkommen zurück zu Wizard 101. So, wir sind jetzt im dritten Kampf, glaube ich. Eins, zwei, das ist der dritte, genau. Hier werde ich jetzt mein Kristall reinmachen. I am Valeric Brightsword. Die Ehre. I defeated the Council Wizard Kildare. He had been corrupted by the Eldaric Crystal. That crystal contained the Usurper's soul. Ich bin Valeric Glanzschwert. Ich habe den Ratzauberer Kildare besiegt. Er war durch den Alderit-Kristall verdorben worden. Der Kristall enthielt die Seele des Usurpators. Prove to me that you are above the influence of liars and leaders. Defeat me in fair battle to pass this lesson. Beweise mir, dass du dich nicht von Lügnern und Aufrührern beeinflussen lässt. Besiege mich im fairen Kampf, um diese Aufgabe zu meistern. Der ist Sturm, ne? Ja. Wartet mal ganz kurz. Ich würde dann tatsächlich mal diesen Dinosaurier hier wegmachen, genauso wie den hier mal ausmerzen. Hier die auch. Brauche ich nicht. Das werde ich auch mal wegmachen. Ich weiß nicht genau. Moment. Ich nehme mir nochmal so einen. Ja, irgendwie so. Gut, mein Herr, los geht's. Wir kriegen das schon hin. Boah, ist jetzt nicht sein Ernst, ne? Ist jetzt nicht mein Ernst. Wie viel Leben hatte der? Verdammt, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Mach kein minus 80 Schild, bitte. Ich brauche erstmal ein Prisma. Komm, ich hol meinen Gehilfen. Solange ich noch kein Prisma habe. Oh, verdammt. ...4000 hat die Sau. Naja, egal. Kriegen wir hin. Aber nicht ohne mein Prisma. Ja, doch, kriegen wir auch hin. Aber es wird schwieriger. Ah, der liegt aber ganz schön los, geht der her. Alter Falter. Ja, Haustier, danke dir. Sehr schön. Eine kleine Stichelei. Ich hoffe, er geht drauf ein. Ich hoffe, du gehst drauf ein. Ich krieg mein Prisma nicht, verdammt. Ja gut, dann werde ich mal hier mit so einem Feuerdingens angreifen. Okay. Süß, oder? Egal. Egal. Ich krieg mein Prisma nicht. Mach mal das weg. Ich werde schon mal ein wenig passen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber... Ah, okay, jetzt ist es zu spät. Verdammt. Jetzt ist es zu spät. Aber ich könnte ja auch erstmal mit dem hier loslegen. Ist natürlich jetzt dumm gelaufen, ne? Von meinen ganzen Prismen nicht einen zu bekommen. Ärgerlich. Aber kritisch. Hey. Komm, mach ihn fertig. Der hat es verdient, glaub mir. ...730, wie süß. Und das war kritisch. Danke dir. Danke dir, Gehilfe. Ich danke dir. Na gut, dann mache ich jetzt einen auf diesen.
Okay, das habe ich nur gut verschmerzt. Ja, sehr gut. Ja, der stichelt und stichelt, aber irgendwie macht der Gegner nichts. Gut. Gut, 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 gut. Das mache ich mal weg. Ich habe nur 2 Pips, ne? Ist auch blöd. Na komm, dann werde ich erstmal ein bisschen ausharren. Jetzt wird angegriffen. Halte aus, mein Freund. Wow. Okay, noch eine Falle. Was soll ich denn mit 3 Pips, ey? Ja komm, ich mach dir noch die Falle hier rauf. So, was macht er jetzt? Die Schilder machen, ne? Nee, er stichelt wieder, okay. Also irgendwie waren meine Karten auch schon mal besser. Ich habe 5 Pips, ne? Ach komm, ich probier's. Egal. Hilft ja alles nichts. Aber kritisch, das ist gut. Oh, was hat er denn jetzt verloren? Das habe ich gar nicht sehen können. Na, offensichtlich nicht zu viel. Na egal, komm, wir machen jetzt erstmal hier so ein Zauberstab-Dingens. Das wird jetzt echt ein übler Kampf, aber auch nur, weil ich diesen scheiß Prisma nicht habe. Ah toll, jetzt habe ich ihn. Ah, ist egal, komm, wir setzen den jetzt mal einfach. Dann ist das blöde Schild nämlich weg. Oh oh. Genau, schütze ich mal ein bisschen. Aber ich müsste mir jetzt auch mal eine Fee nehmen, ne? Hat der minus 50? Ne, minus 80 sogar. Okay, komm, ich lade mich erstmal auf. Hilft alles nichts. Scheiße, das wird echt ein langer Kampf hier. Oh, kritisch, gut. Ja, 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 er stichelt nochmal. Ach, der opfert sich, ne? Ich habe jetzt... Ist das krass. 1000... Was ich mal machen soll. Ach komm, ist egal. Ich hau jetzt einfach auf. Minus 80 ist schon echt übel. Aber ich wollte den jetzt auch nicht mit diesem Zauberstabzauber machen. Wisst ihr, was ich meine? Ach, wie süß. Aber sein Schild ist jetzt weg. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache.
Und wenn ich jetzt ein Prisma kriege, dann ist alles gut. Ich krieg keinen, ne? Was ist denn da los? Mach dich mal weg. Ja, komm, dich mache ich jetzt auch mal weg. Ziehen. Verstärken. Verstärken. Passen. Oh, ich habe keinen Schutz. Egal. Stecke ich doch mit links weg. Ich krieg kein Prisma, ne? Das ist so... Ah, das ist so übel. Ich passe nochmal. Hilft dir alles nichts. Ja, noch stehst du, ne? Kleiner Kerl. Man will mich das Spiel irgendwie verarschen? Und da macht sich jetzt hoffentlich kein Dingens. Nee, gut. Okay, noch habe ich über 1000 Leben. Noch fühle ich mich wohl. Ja! Gib mir doch endlich mal ein Prisma. Oh nein. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, er macht sich wieder so ein... Minus 80, wisst ihr. So, jetzt kann ich loslegen. Danke dir. Danke dir. So, mein Freund. Jetzt kannst du mich mal... Oh Mann, Spiel, wirklich. Also manchmal bringt mich das Spiel echt zum Verzweifeln. Ja gut, dann mache ich jetzt mal noch Kahn. Ich meine, ich habe ja nicht genug Pups, ne? Nein. Ach was. Vielen Dank. Das ist echt unfassbar. Unfassbar. So, jetzt aber bitte. Vorher tötet er mich noch, oder wie? So, jetzt wird es aber wirklich wieder knapp. Oh, Gott sei Dank. Unkritisch, sehr gut. Ja, 5, 6. Sauber. Oh Mann, war das übel. You show admirable promise as a student. One of our students warned us about the Elder at Crystal, but we did not listen. Sadly, we learned nothing from that mistake. Du machst einen widersprechenden Eindruck. Einer der Schüler warnte uns vor dem Alderaad-Kristall, aber wir ignorierten die Warnung. Leider haben wir aus diesem Fehler nicht gelernt. Ja, ich glaube auch. So. Kampf Nummer 3. Also gegen die Schule, eigene Schule zu kämpfen, ist echt nicht einfach, ne? Boah. Valeric Brightsword thought his mistake was that he should have listened to a student. But how would a student know anything of use? Was stimmt mit dieser Frau hier nicht? Valerie Glanzschwert dachte, dass er auf einen Schüler hätte hören sollen, aber wie könnten Schüler etwas Nützliches wissen? I've never seen the souls within the crystal say such things, but I know the crystal of defense is untouched, since I have kept it close to me.
Ich habe noch nie erlebt, dass die Seelen in den Kristallen solche Dinge sagen. Aber ich weiß, dass niemand den Kristall der Verteidigung berührt hat, seit ich ihn bei mir trage. Only the most elite students have ever seen it. Place it on the fourth pedestal and pass the test. I'm placing my trust in you. Nur die allerbesten Schüler haben ihn je zu Gesicht bekommen. Leg ihn auf den vierten Sockel und bestehe die Prüfung. Ich zähle auf dich. Was ist denn jetzt? Oh, aufgestiegen? Was will denn Diego von mir? I am ready to teach you new abilities to enhance your prowess in magical duels. Speak to me when you are ready. Ich bin bereit, dich Neues zu lehren, damit du in magischen Duellen besser bestehst. Sprich mit mir, wenn du soweit bist. Oh ja, ich bin sowas von soweit. Diego, ich komme. Dann machen wir das noch eben und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit den Kämpfen in Drachenfels. Diego. Was möchte denn der gute Diego? Der ist im Einhornweg. Da müssen wir also erstmal hinflattern. Mach Platz. Ich hab's eilig. Diego, mein kleiner Freund. Hoppala. Dann kann ich auch ein bisschen Mana noch einsammeln, wenn ich schon dabei bin. Bin ich voll mit Mana? Ja. Welche Stufe habe ich jetzt eigentlich, Leute? Oh, Stufe 50. Da müsste ich direkt nochmal gucken, ob ich was von meiner Lehrerin bekomme. Von meinem Lehrer. So, Diego, da bin ich. Ins Schwarze. Now that your dueling skills have improved, it is time for me to take your training further than ever. Deine Duellfähigkeiten haben sich verbessert. Es ist Zeit, dass wir in deiner Ausbildung einen Schritt weitergehen. I am ready to teach you if you are willing to listen. Decide for yourself if you are ready to improve. Ich bin bereit, dir etwas beizubringen. Ich warte nur auf dich. Entscheide selbst, wann du für die nächste Lektion bereit bist. Na, aber jetzt. Aber sowas von jetzt. Welcome, my friend, to the dueling arena. Willkommen in der Kampfarena. You wish to learn more of the art of dueling, no? Du möchtest mehr über die Kunst des Kämpfens erlernen, richtig? Outstanding! Approach the puppet and we shall begin your lesson. Hervorragend. Geh auf die Puppe zu, damit wir mit deiner Lehrstunde beginnen können. Ja, mach ich. At your current level of skill, you are capable of a new result when you are dueling. The critical. Du bist inzwischen so kampferfahren, dass du bei Duellen die Chance hast, hin und wieder einen kritischen Treffer zu landen. Before we witness a critical, though, let's examine a normal spell. Cast Stormzilla and take note of its damage. Bevor wir uns einen kritischen Treffer anschauen, lass uns einen normalen Zauber unter die Lupe nehmen. Zaubere einen Sturmzilla und gib gut Acht, wie viel Schaden er macht. Gut, er hätte jetzt einen Schaden zwischen 650 und 670, ne? So. So, 670. Stormzilla did its typical amount of damage. Now, cast the spell again, and this round we will see the spell critical. Der Sturmzilla hat wie erwartet die typische Menge Schaden gemacht. Sprich den Zauber nun noch ein zweites Mal. Dieses Mal werden wir einen kritischen Treffer erzielen. Ja, also kritische Treffer sind das Doppelte, ne? Genau, kritisch, aber das kennen wir ja schon von meiner Ausrüstung. Remarkable! Stormzilla did twice its usual damage. Erstaunlich, der Sturmzilla hat doppelt so viele Schaden gemacht. Many spells, including attacks, heals or even steals, can potentially critical. Viele Zauber können kritische Treffer erzielen. Angriffe, Heilzauber und sogar Zauber, bei denen du anderen etwas wegnimmst. A critical damage spell deals twice the usual damage to your opponent, while a critical heal is twice as beneficial. Ein kritischer Angriff macht zweimal so viel Schaden wie ein normaler Angriff. Eine kritische Heilung heilt doppelt so viel wie sonst. Your chance to achieve a critical improves with your abilities, and equipment or enchantments can increase it further.
Deine Chancen, einen kritischen Treffer zu landen, wachsen mit deinen Fähigkeiten. Auch deine Ausrüstung und Verstärkungen wirken sich auf kritische Trefferrate aus. Mit einer hohen kritischen Trefferrate lande ich häufiger kritische Treffer. Ja, okay. But do not become carried away with your newfound power. There is a counter to the critical, the block. Aber bevor du dich nun unbesiegbar fühlst, sollte ich dir verraten, dass kritische Treffer auch abgewendet werden können durch erfolgreiches Blocken. Cast this spell and observe the block. Wirke diesen Zauber und schau dir das Blocken an. Genau, das ist wieder der Sturmzilla, ne? Den mache ich jetzt mit kritischen Treffer, aber er wird auch dann kritisch blocken. Ach nee, es war jetzt kein kritischer Treffer. A block prevents a successful critical. Take note though. Blocks only affect criticals. They have no effect on normal spells. Kritische Treffer können nur durch erfolgreiches Blocken abgewendet werden. Auf normale Treffer hat Blocken aber keine Auswirkungen. Just like critical, your chance to block can be improved through equipment and enchantments. Mit einer hohen kritischen Blockrate kann ich feindliche kritische Treffer besser blocken. Ja, das sind die ganzen Elementarkarten. Heißen die so? Nee, Auren. Das sind, glaube ich, Auren, ne? Das sind die Auren, genau. Das sind diese kleinen Ringe, die um ein Feld dann sind. Aber das kriegen wir erst ab Celestia, ab der Welt. Another important new ability is Armor Piercing. Armor Piercing allows spells to breach shields, auras and even spell resistance. Eine weitere wichtige neue Fähigkeit ist die Durchschlagskraft. Sie erlaubt dir mit deinen Zaubern Schilde, Auren und sogar Widerstände durchzubrechen. Ist das die Durchschlagskraft oder ist das die Durchschlagskraft? Also diese plus 90, ist das die Durchschlagskraft? Oder die plus 20? Nee, das ist hier die Blockrate, ne? Ich habe keine Ahnung. Was macht er denn jetzt? Achso. Okay, er macht minus 100? Ach du Scheiße. Cast this spell and watch for armor piercing. Wirke diesen Zauber und achte auf die Durchschlagskraft. Okay, ich mache jetzt hier den Höllifant. Der hat ein minus 100 Schild gemacht. Durchstochen, minus 80. Ah. Er hat also anstelle diese minus 100 dann nur noch 80 gehabt. Did you see that? Some of this spell's damage breached the shield. Hast du gesehen? Ein Teil des Zauberschadens hat den Schild durchschlagen. Mit hoher Durchschlagskraft können meine Zauberschilde, Auren und sogar Widerstände Dingens. Das ist die Durchschlagskraft. Ah, plus 20. Okay. Congratulations. Your studies have progressed far enough that you can learn new forms of magic. Astral magic. Astral, genau, das sind die Ringe, Astralmagie. Ausgezeichnet, du bist mit deinen Studien so weit fortgeschritten, dass du bereit für etwas Neues bist, die Astralmagie. Astral magic consists of sun spells, moon spells and star spells. Sie setzt sich zusammen aus Sonnen-, Mond- und Sternenmagie. Star school spells allow you to train auras which affect only you and last a limited number of rounds. In der Sternschule lernst du Aura-Zauber. Sie wirken nur auf dich und dauern mehrere Runden an. Let's cast a Star School spell. Cast Amplify now. Probieren wir einmal den Sternenzauber Verstärken aus. Sehr gern. So, jetzt habe ich diesen 15% Ring, ne? Amplify increases the damage of other spells for several rounds. Verstärken erhöht mehrere Runden lang den Schaden anderer Zauber. Now let's explore Sun School spells. Sun spells are trainable enchantments that allow you to modify other spells in your hand. Nun zur Sonnenschule. Sonnenzauber sind Verstärkungen, mit denen du deine Zauber verändern kannst. Let's cast a Sun School spell. Use accurate to enchant the fire cat spell. Lass uns einen Sonnenzauber wirken. Verstärke die Feuerkatze mit dem präzise Zauber. Click on the accurate spell.
And now click on the fire cat. Plus 15 auf einen Zauber. Ja, jetzt habe ich 105. Und natürlich noch meinen Ring, ne? Mein Aura-Ring. Finally, the Moon School allows you to train polymorphs, which change your appearance, school, equipment and deck for a limited number of rounds. Die Mondschule lehrt dich Transformationen, mit denen du dein Aussehen, deine Schule, deine Ausrüstung und sogar dein Kartenspiel für kurze Zeit verändern kannst. Let's cast a Moon School spell. Cast the Polymorph Gobbler spell. Also, wenn ich die jetzt wirke, bin ich für 6 Runden ein Schlunder und habe dementsprechend dann die Eisschule. Also Eiszauber. Für 6 Runden. Okay, ich bin transformiert, ich bin jetzt ein Schlunder. Now finish the puppet with a taco toss. Und jetzt setze die Puppe mit einem Taco-Wurf Schachmatt. 0 Pips. Sticheln, okay. Drei, vier? Ach, hör doch auf. Excellent! You have defeated him and completed your lesson. Sehr gut, du hast sie besiegt und deine Lektion damit abgeschlossen. I will give you this humble gift. A simple token to demonstrate how the critical and the block work. Ich möchte dir eine Kleinigkeit schenken. Möge sie dich stets daran erinnern, wie Blocken und kritische Treffer funktionieren. Plus 27? Hat er mir mehr Mana gegeben? Nee. Achso, der hat mir hier eine Kappe der Bosheit gegeben, oder was? Ich habe keine Ahnung. Danke dir, Diego. Danke dir. So, wartet mal. Ach, das ist das, ne? Überzeugung. Ich habe 8 Trainingspunkte. Wisst ihr was? Ich lerne die einfach mal. Scheiß drauf. Keine Ahnung. So. Ich lerne die jetzt einfach mal. So, dann habe ich wenigstens etwas. Komm, ich nehme die mal raus. Jetzt hier. Ah, guck mal, mein erster Aura. Mein erster Aura-Zauber. 1, 2... Ach, ich mach die mal zweimal erstmal rein. So, genau. Ach, schön. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir haben ein wenig wieder was gelernt, ne, bei meinem Diego. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit den Schmelztiegel. Wir sollen ja... Achso, ich kann mich ja hinporten, ne? Der Schmelztiegel. Genau, wir sollen ja den nächsten Kampf bestreiten, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.